ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Es ist heute ein super spannender, übertrieben krasser Monster-Vlog. Es ist schon 16 Uhr gleich. Aber wir fahren jetzt Tierfutter kaufen. Hundefutter kaufen. Das ist so ein Tier. Ein Hund ist ein Tier. Deswegen fahren wir Tierfutter kaufen. Wie Hunde im Tiersupermarkt. Nur, dass wir die Menschen sind, die in den Tiersupermarkt gehen. Hä? Egal, wir fahren jetzt auf jeden Fall los, falls es irgendjemanden interessiert hat. Warum Warte, brüllt Mama. Denn die Mutti? Ach so, oh, das ist von mir. Von dir? Wer ist das? Was ist das? Hä? Checkst du das nicht? Wer ist Sigrid Underwood? Wer hat ihr das gewählt? Seid ihr bescheuert? Das ist ja noch von gestern, oder nicht? Ja, das war echt klar, dass du es nicht kapierst. Hä, ich hab doch extra noch draufgeschrieben. Ich durfte ohne Briefmarke verschicken und ich hab das jetzt sorry gedacht, für meine durfte die jetzt ohne Briefmarke verschicken. Wer ist Sigrid Underwood? Ist ja gelungen. Hast du es nicht verstanden? Ich dachte, ich hab einen Fan, so wie du oder so. Hast du doch. Sigrid Anne. Vor allem Sigrid mit T. Sigrid. Sigrid! Ja. Hallo, es gibt bestimmt Sigrids mit T. Ja. Das war eine kleine, ungeplante Unterbrechung. Aber jetzt geht es los mit der Party. Freust du dich auf die Party? Ja. Filmst du dich jetzt? Ja. Okay, was machen wir gleich? Das musst du jetzt erzählen. Du hast gesagt, dass wir gleich ein... Oh, können wir nicht machen bei so und so viel Likes. Dann machen wir das, weil ja, aber dann können wir es ja jetzt nicht machen. Dann müsste ja das Video erstmal online gestellt werden. Die Leute wissen gar nicht, worum es geht. Also bei 20.000 Likes machen wir. Was denn? Ja, sag. Ach so. Jana möchte schon seit Ewigkeiten die Ugly Lo- Ich bin so nah. Hallo. Die Ugly Location Challenge machen. Das ist eine Challenge, wo man richtig schöne Fotos an hässlichen Orten machen muss. Was eigentlich super schwierig ist, aber meistens werden die dann ziemlich cool. Aber manchmal auch nicht. Jana hat nämlich meine alte Kamera jetzt letztens von mir bekommen. Wir haben einen Vertrag abgeschlossen, einen mündlichen, dass sie dafür, dass sie meine alte Kamera umsonst bekommt, Fotos für mich machen muss. Sie ist jetzt meine persönliche Fotografin. Und Jana fotografiert im Moment halt voll gerne. Und deswegen möchte sie diese Fotos machen. Das wollte ich schon vor einem halben Jahr machen. Ich weiß, aber ich wollte es nie machen. Ja, irgendwie weiß ich nicht. Ich dachte immer, diese Challenge wäre langweilig. Aber hallo, nein! Schreibt mal in die Kommentare, ob euch die interessieren würde. Ich glaube, die war in Deutschland halt gar nicht so ein Ding. Deswegen, weißt du? Ja, eben. Deswegen machen wir die jetzt zum Ding. Dann machen wir die zum Ding. Dann machen wir die zum Ding. Dann machen wir die. Also ich freue mich jetzt erstmal auf den Tiersupermarkt. Ja. Danach müssen wir noch zu DM. Wie kannst du die Kamera mal halten? Mein Arm fällt jetzt schon gleich runter. Dachen Arm, Muckis. Und ich habe Nackenschmerzen. Muckis. Jemand hält die Hand aus dem Auto. Ich dachte gerade, dass die Person mir winkt. Aber ich glaube, die hält einfach nur die Hand aus dem Auto. Wer will dir schon winken? Oh, boah. Spaß. Du gemeine. Ich glaube, sagt. Okay, mach aus. Bis gleich. Mich gefreut, dich kennenzulernen. Bitch, what's pop? Es ist jetzt einige Minuten später und wir sind jetzt da. Also fast. Wir können auch mehr nach McDonald's, ist davon auch. Oder nach Burger King, ist davon auch. Oder wir gehen in den Tiersupermarkt. Oder nach KFC, aber das ist ein bisschen weiter weg. Ja, das ist ungefähr 30 Minuten weiter weg. Nein, stimmt nicht. Doch, nicht lügen. Wir sind gerade in der einen Stadt und das ist in der anderen Stadt. Ja und? Okay, los, tschüss. Sind hier die Fische? Ja, hier irgendwo. Let's go get away. They say what they gonna say. Have a drink, click, down to one's life. But it's like me, it's hard to come back. Let's go get it all. The sound, it's the sound. It's you high up in the sky now. You're not coming down. Ich bin übrigens voll assi. Ich hab eine Jogginghose an. Übel Asiland, schwöre Assi, voll Assi. Wir haben gerade ganz viel gekauft, aber die Verkäuferin hat uns ganz komisch angeguckt, deswegen haben wir aufgehört zu filmen. Aber wir zeigen uns gleich, euch gleich, unsere Ausbeute im Tiersupermarkt. Ja, mach. Okay, mach ich jetzt. Naja, also eigentlich bist du gerade am Handy, das ist jetzt eine Lüge, dass du es jetzt machst. Also ein Tschüss. I can live a lie, running for my life, I will always want to. Passt gerade überhaupt nicht. Also das ist ein Kuscheltier. Ja, Luna hat nämlich ihr letztes Kuscheltier zerstört. Nicht nur ihr letztes. Ihr das davor auch.
Und das davor auch? Genau. Die ist sehr zerstört. Ich habe sogar mein kleines Schäfchen, was ich von Mama bekommen habe, gegeben. Er hat das Ohr halb abgebissen. Ja, die ist ein bisschen aggro. Weiter geht's. Das ekelhafteste, was wir jemals kaufen hätten können, ist das hier. Das sind Fische mit so... Hühnerbrust. Huhn mit Fleischanteil. Hühnerbrust mit Fisch. Huhn mit Fleischanteil. Ach so, im... Hühnerbrust mit Fisch. Da sind so getrocknete Fische und da drum ist so Hühnerbrust. Das ist einfach das ekelhafteste, was es auf dem Planeten gibt, aber Luna liebt es. Dann nochmal diese Knochendinger da. Diese nochmal Dinger diese Knochendinger. Siehst. Da, das sind so Stangen, da drin ist so Huhn reingewickelt. Dann nochmal die hier, die sind aber mit Beef inside. Ja. Beef. Mit Beef. Beef, das sind Beef Twisted Stick. Oh, und dann haben wir noch was gekauft, was wahrscheinlich für Luna viel zu groß sein wird. Aber ich fand das cool, weil das so innen drin ist. Ja, aber das ist viel... Nein, das ist nicht so groß. Denk doch sowieso immer, sie wäre ein Dobermann. That's our haul. Also nochmal ein Stahl, das hier und das hier. Und das hier? Ja, und dann nochmal das hier. Und dann das hier. Der Akku ging leer. Oh, der ist voll? Ja. Geil. Ich habe gerade einen neuen gefunden in meiner Tasche. Ich dachte, safe ist der auch leer, aber. Ist auch nicht. Cool. Was ist eine Kamera? Ich filme lieber gleich. Oh ja. Wenn ich studiere, würde ich mir das kaufen. Das ist ja interessant. Gut, dass du nicht ich bist. Spaß. Nehme ich jetzt das bei magerem Haarwachstum oder nehme ich das für ungeduldige Köpfe? Weil ich bin eigentlich ein ungeduldiger Kopf und habe wirklich keinen Haarausfall. Aber es geht ja auch gar nicht um Haarausfall, sondern es geht um Haarwachstum. Nimm das hier, weil das ist eine Limited Edition. Und das oh, ist das echt eine Limited Edition? Das ja, dann nehme ich einfach. Ich nehme einfach beides. Das ist aber krass. Hi. Cognac-Schwamm. Hi. Cognac-Schwamm, wofür ein Cognac? Was ist ein Cognac-Schwamm? In meinem Gesicht ist auch Cognac. Ui. Sexy. Problematik hier ist, dass ich nicht weiß, wo die sind. Was ist denn das? So ein kleiner runder Schwamm. Ein kleiner runder Schwamm. Wir suchen einen kleinen runden Schwamm. Boah, ihr seid reduziert. Ach, ich glaube, die hatten so ein Osterangebot oder so. Aber es ist gar nicht mehr Oster. Sieht man das sehr? Weiß nicht, probier es aus. Aber für Hans sieht es so aus. Und? Gefällt es dir? Schmeckt wie Muffin. Jetzt sehe ich voll geschminkt aus. Naja, du bist ja auch geschminkt. Oh, das hat jemand aufgemacht. Ist ja ein Ding. Ich bin voll der krasse Filmer. Ich filme die ganze Zeit hier unten. Oh mein Gott, das war ja nicht schlimm. Weißt du, was wirklich der Burner ist? Hast du eine andere Farbe drauf gemacht jetzt? Hm. Sieht voll rot aus. Oh, nimmst du das? Hey, irgendwas brauchte ich noch. Ich habe aber vergessen jetzt wieder was. Das finde ich aber krass. Sollte ich doch. Da ist ein Cognac schon. Ist das so für Hornhaut abmachen oder was? Das für Hornhaut abmachen oder was? Ach so, ja, cool. Nee, das ist so ein anderes Ding. Ne? Einmal pro Woche auskochen. Mal ehrlich. Ich musste letztens mein Desinfektionsmittel, was ich mir neu gekauft hatte, wegschmeißen, weil ich im Flughafen war und nicht gecheckt habe, dass es 150 Milliliter statt 100 Milliliter hat. Das war ungefähr der schlimmste Moment meines Lebens, weil ich es erst einmal benutzt habe davor. Traurig. Das war echt scheiße. Meinst du das hier? Oha, guck mal, da ist Schaum. Hey, das ist 100 Milliliter. Guck mal, das ist voll cool. Ja, und was bringt das? Jedes Produkt spendet ein Hygieneprodukt. Und wofür brauchst du das? Um meine Hände zu reinigen. Ach so, ja, dann lass das nehmen. Ja, lass machen. What colors fade my disbelief and make me forget my memory. Rent a car you can't afford. Put it on that we both know that your hair. Dann fährt man so auf dich zu und dann schmeißt man es in den Korb und das füllt man dann auf und dann rennt man hinter dir her. Hilfe! If you wanna close it. Hallo, macht Spaß. It makes so much Spaß. Tschüss. Can you put this away again, please? Thank you, like, so much. Guten Morgen, Leute. Es ist der nächste Tag. Oh, ich kann super filmen. Wie man vielleicht unschwer erkennen kann. Ich sitze gerade hier in dem Flur und bin dabei, Pakete auszupacken. Weil gestern sind ganz, ganz viele Pakete angekommen, die ich noch nicht auspacken konnte. Es ist übrigens nicht der nächste Tag, sondern der übernächste Tag. Gestern war ich nämlich den ganzen Tag bei Ju und habe mit Ju für sein neues Video gedreht, was, wenn ihr diesen Vlog seht, wahrscheinlich schon online ist. Wir sind nämlich in einem, ich kann das gar nicht beschreiben, in einem Raumschiff und ich bin der Commander von Ju, aber Ju denkt, ich bin die Praktikantin und immer, wenn ich was sage, übrigens bin ich die einzige Schlaue auf dem ganzen Schiff und Ju denkt immer, wenn ich was sage, dass ich ihm einfach nur Kaffee bringen möchte. Also es ist wirklich sehr, sehr lustig. Ihr solltet es euch auf jeden Fall anschauen, falls ihr es noch nicht getan habt, aber habt ihr bestimmt schon gesehen. Es ist richtig, richtig witzig. Also ich habe das Endergebnis natürlich jetzt noch nicht gesehen, weil wir es erst gestern gefilmt haben, aber
beim Drehen war es schon richtig witzig. Ich bin gerade, wie gesagt, dabei, Pakete auszupacken. Ich habe hier gerade schon mein erstes Paket ausgepackt. Und zwar ist da eine Flasche drin gewesen. Die habe ich gerade schon gereinigt und mal Wasser und Limetten reingemacht. Ich habe mir nämlich so eine mega XXL-Flasche hier gekauft. Wir haben zu Hause keine Plastikflaschen mehr. Das heißt, ich brauche sowieso so eine Flasche hier zum Mitnehmen, weil wir so ein Soda-Stream-Ding haben. Und ich bin eine Person, ich trinke am Tag viel zu wenig. Ich vergesse das immer. Und ich habe mir jetzt als Goal gesetzt, mir so eine 1,5-Liter-Flasche zu kaufen und die am Tag mindestens auszutrinken. Weil ich bin so ein Mensch, teilweise trinke ich so einen halben Liter am Tag, wenn überhaupt. Und das ist gar nicht gut. Vor allen Dingen auch nicht für meine Haut. Ich habe gestern so kleine Pickel hier ausgedrückt, deswegen sieht das jetzt so krass scheiße aus. Weil die so unterlagert waren irgendwie. Keine Ahnung, so ganz seltsam. Ab heute geht mein gesundes Leben los, weil ich werde jetzt Wasser trinken und dann wird das hier hoffentlich auch weggehen. Und diese Augenringe und so. Weil ich habe gemerkt, dass immer, wenn ich mehr Wasser trinke, dass das weggeht. Zumindest, dass es sehr, sehr viel besser wird. Und dass ich mich auch sehr, sehr viel besser fühle. So, hier ist eine very schwere Wasserflasche. Aber die ist richtig cool. Ich mag die jetzt schon richtig gerne. Die hat so voll die coole Haptik. Also, die fühlt sich sehr gut an und da passt sehr, sehr viel rein. Die ist zwar jetzt auch relativ schwer, weil da halt 1,5 Liter Wasser drin sind, aber die hat auch so ein Ding hier. Ist mega praktisch. Ich kann euch die mal unten in der Infobox verlinken. Die habe ich bei Amazon gekauft. Genauso wie dieses Gerät hier. Das habe ich sogar zweimal gekauft, weil ich nämlich vorhabe, mit meiner Freundin Friederike, die kennt ihr bestimmt noch aus alten Vlogs von mir. Ich habe die sehr, sehr lange nicht mehr gezeigt. Ich sehe sie auch gar nicht so oft mehr mittlerweile, weil sie geht studieren, ich mache halt meinen Kram und wir waren früher in der Schule immer richtig, richtig viel beieinander, weil ich meine, wir hatten auch jeden Tag Schule zusammen. Sie ist auf jeden Fall eine richtig gute Freundin von mir. Und wir haben uns überlegt, beziehungsweise sie hat mich gefragt, ob ich Lust habe, einen Podcast mit ihr zu machen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Und jetzt geht es tatsächlich in die nächsten Schritte. Und wir haben uns Mikros gekauft und werden das tatsächlich realisieren. Sie kommt später zu mir. Das werde ich aber wahrscheinlich nicht mitfilmen heute. Und dann versuchen wir mal, unsere erste Folge aufzunehmen. Wir haben dafür das NT-USB gekauft. Mal gucken, ob das damit funktioniert. Überall stand, dass es eigentlich gut ist für Podcasts und sowas. Und ich brauche sowieso ein Mikrofon. Deswegen hat das gut gepasst. Und ich finde, das sieht auch voll cool aus. Aber das ist ja eigentlich nebensächlich. Ich habe dann noch vier weitere Pakete, die ich auspacken muss jetzt. Und starte mir, I name you mit. So, ich glaube, jetzt könnt ihr mich sehen, oder? That's amazing. Also, ich habe einmal ein Paket von Lush. Die haben neue Lippenstifte rausgebracht, das weiß ich. Da war ich ja in Liverpool bei Lush in deren Flagship Store. Und das sind einmal so deren Nachfüllpacks und dann die Lippenstifte selbst. Die sind nämlich super nachhaltig, weil die ja eben nachfüllbar sind und zwar nur mit Wachs. Also man muss diese Wachsschicht hier abmachen. Das ist halt komplett ohne Plastikmüll und sowas. Das ist super, super cool. Ich bin ja nicht so die Person, die viel Lippenstift trägt, aber guck mal, das ist hier so ein Nachfüllding. Das ist jetzt gerade noch leer. Und dann kann man das hier so hochziehen, bis es halt leer ist. Also, falls ihr Lippenstiftträger seid, schaut auf jeden Fall mal bei Lush vorbei. Die haben so unfassbar viele Farben. Warte mal, steht das hier, wie viele es sind? Nee. Ich weiß nicht, wie viele es sind genau, aber es sind auf jeden Fall sehr, 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 sehr viele Farben. 100 ml Plum Rain Duschgel und 120 Gramm Bohemian Seife. Ich glaube tatsächlich, ich lasse das mal eingepackt. Und falls jemand Geburtstag hat oder falls ich irgendwas verschenken kann, kann ich das ja mit verschenken, weil es sieht echt süß aus. Das ist, glaube ich, sogar schon so eine Geschenkverpackung. Richtig cute. Und hier ist noch so eine zweite Geschenkverpackung. Ich guck mal, was da drin ist. Zwei Badebomben. Und zwar einmal die Dragon's Egg Badebombe und die Intergalactic Badebombe. Ich liebe zwar Badebomben, aber ich habe ja letztens erst so unfassbar viele von Lush zugeschickt bekommen. Deswegen glaube ich, bin ich mal so selbstlos und lasse das auch eingepackt und verschenke das irgendwann, wenn jemand Geburtstag hat. Das war das Lush-Paket. Dann habe ich noch was von Pixi bekommen. Das sehe ich immer schon an der Verpackung. Ich meine, gut, da steht auch Pixi drauf, aber schon alleine an der Farbe erkennt man jedes Mal, dass es Pixi ist. Ich weiß nicht, ob ihr Pixi kennt. Ich zeige das nicht so oft, wenn ich Pakete von denen bekomme, aber ich freue mich immer voll. Das ist so eine Gesichtsreinigungsbrand. Introducing our new Glow Collection. Das ist ja cool. Das ist so ein Stick. Also so ein Moisturizer-Stick. Dann habe ich noch ein Paket, was ich euch nicht zeigen darf. Das werde ich jetzt aufmachen. Ich bin schon ganz gespannt. Aber ich darf es euch trotzdem zeigen. Deswegen mache ich die Kamera kurz aus. So, jetzt kann ich die Kamera wieder anmachen. Ich habe hier noch ein letztes Paket. Und zwar ist das von ASOS. Aber wo ist meine Schere? So.
Mist. Ja, ich habe was für gestern bestellt. Das ist jetzt natürlich schon vorbei. Und zwar so zwei Röcke, weil ich für Juice Video einen Rock anziehen sollte. Also ich hatte einen schwarzen Rock, aber der war irgendwie nicht so optimal, fand ich. Weil der ist auch schon total alt und hat so einen Brandfleck und so. Aber nur an der Seite, man hat ihn nicht gesehen. Aber das ist jetzt nicht rechtzeitig angekommen. Das heißt, ja, toll. Ich kann ihn wieder zurückschicken. Ich hatte auch noch was anderes bestellt, und zwar eine Brille. Ich wollte nämlich voll gerne so eine durchsichtige Fensterglasbrille haben. Ich habe mal bei dem lieben Alex, so Alex 8, so eine Brille ausprobiert, die halt Fensterglas war. Aber die war von Tom Ford und hat, glaube ich, so 256 Euro gekostet. Und für eine Fensterglasbrille will ich jetzt nicht 250 Euro ausgeben. Deswegen habe ich mal geguckt, ob es coole ähnliche gibt, die auch Fensterglas haben, die aber nicht 256 Euro kosten. Das ist eine davon, also das ist eine, die ich gefunden habe. Aber irgendwie weiß ich nicht, ob mir die steht. Schreibt mal unten in die Kommentare bitte, ob ihr findet, dass die gut aussieht oder nicht. Also ich meine, jetzt gerade sehe ich halt sowieso aus wie ein Stück Wurst. Falls ihr euch vorstellen könnt, wie das aussieht, wenn ich normal aussehe. Ich finde sie eigentlich jetzt nicht unbedingt schlecht, aber keine Ahnung, steht mir sowas? I don't know. Schreibt mal unten in die Kommentare bitte. I need your help. I know that some might say that I am just a bad girl, but if you treat me right, I will be the best girl in this whole world. No, I'm not gonna bite. I got my hands on your body. So tell